Hi, hallo und willkommen zu meinem Video. Ja, es tut mir leid, falls meine Haare irgendwie extra komisch aussehen oder so. Die sind frisch gewaschen und die liegen noch nicht, wie sie liegen sollten. Aber ich liebe dieses Shampoo, ich sag euch. Blöderweise gibt es das hier in Deutschland nicht, deswegen muss ich es mir immer importieren lassen. Ja, das klingt jetzt so voll dekadent nach dem Motto, ja, verzogenes Göhr lässt sich ihr Shampoo einfliegen, aber ich kaufe es über Amazon. Aber es kommt aus Italien oder aus Amerika. Sei es. Und im Handel hier kostet dieses blöde Zeug, also in Italien oder in Amerika kostet das blöde Zeug 3 Euro und ich muss 7 Euro drauf zahlen wegen Import-Export. Aber dieses Haar. Dass dadurch wieder erträglich ist, das ist mir wert. Weil dadurch sieht mein Haar so schön fluffig aus. Und ich lasse ja meine Haare gerade wachsen. Ja, das habe ich euch ja noch gar nie erzählt. Diese Locke hier ist mein Traum, mein Kindheitstraum, wenn man so will. Es ist mein Pony. Ich habe ein Pony. Ich wollte immer ein Pony haben. Sowas, wo halt dann so ist. Und manchmal tue ich es dahin, manchmal dahin. Und weil dieses Pony anfangs, als ich es ganz am Anfang gehabt habe, das habt ihr gar nicht zu Gesicht bekommen, weil ich da immer zur Seite oder wie auch immer habe, weil es da immer so komisch aussah, sah ich aus von meiner Frisur her wie Justin Bieber ganz zu Anfang seiner Karriere. Und darum habe ich diese Locke hier Justin Bieber getauft. Das ist Justin. Und ich sag euch eins, Justin hat ein Eigenleben. Schon wieder. Ja, wartet mal ganz kurz. Ich muss hier die Haare so. Oh, es ist immer schwierig. Also die ersten Tage ist lustigerweise vom Gefühl her hier hinten alles super. Da kann man super damit leben. Und wenn es dann aber so nach 2 Wochen fliegen die da hinten nach unten, und dann kribbelt es überall und ist unangenehm. Aber Justin ist nicht zu bändigen, weil der dann sowas von an Volumen, ja, Volumen, das ist das Wort, zunimmt, dass ich mir immer denke, oh, ja gut, ja, wisst ihr was, ich rede einfach mal noch ein bisschen weiter über meine Haare. Ich habe hier ja schon so ganz weiße Stellen, wobei ich die nicht habe, weil ich alt bin, obwohl ich das auch schon langsam werde, älter, sondern bei mir sind es tatsächlich, ich habe die stressbedingt, bei mir, wie bei meinem Papa auch, ist witzig. Das ist, also manchmal, wenn man es nicht besser wüsste, würde ich sagen, ich bin genetisch die Tochter meiner Eltern. Weil ich habe einige deren Genschäden habe ich irgendwie auch abbekommen. Wie zum Beispiel jetzt die stressweiße Haare. Und ja, auf jeden Fall ist es so, dass ich, wenn ich gestresst bin, weißere Haare bekomme. Und als es angefangen hat, da war ich ehrlich gesagt so. Das hat mich wirklich noch mehr gestresst und ich fand es furchtbar. Ich habe es gehasst. Aber inzwischen finde ich es okay. Es stört mich nicht mehr, weil es einfach, es ist ein Teil von mir und ich kann es nicht ändern und es ist, wie es ist. Und hier und da finde ich sie sogar ganz hübsch, wenn sie dann danach irgendwie sind. Ja, als ich ein kleines Mädchen war, da war ich noch wirklich, wirklich klein, hatte ich auch schon etwas längere Haare. Also damals waren sie, glaube ich, mindestens so ein Stück noch weniger als jetzt. Also das ist, so lang wie jetzt hatte ich sie noch nie. Ja, damals hatte ich, glaube ich, mein längstes Haar bis dato war so. Also ja, jetzt ist doppelt so lang wie zu meiner längsten Zeit. Und als ich jünger war, habe ich mir immer gewünscht, lange Haare zu haben. Ich habe es mir so gewünscht. Auf jeden Fall fand ich das dann wirklich so ein Lebenswunsch. Ich wollte lange Haare haben. Hab auch viel getan, also damals weil ich gedacht habe, ich habe sie halt wachsen lassen. Und dann bin ich mit meiner Mom zu ihrem Friseur gegangen und habe gefragt, ja, wie ist es denn, wenn ich da mal lange Haare hätte und so weiter und so fort. Und ja. Und er hat mir damals etwas gesagt, wo ich bereue bis heute, dass ich das mir so verinnerlicht habe. Das bereue ich so sehr.
Ey, sonst hätte ich jetzt schon mindestens das Dreifache an Haarlänge. Auf jeden Fall hat er zu mir damals gesagt, ja, also ich könnte meine Haare wachsen lassen, aber die würden nie nach unten gehen, sondern meine Haare würden immer nach oben stehen. Was wir jetzt offensichtlich nicht mehr tun. Also, ja, wenn meine Haare sind dann irgendwann auch schwerer geworden und dann sind sie nach unten gingen sie auch automatisch nach unten. Und ja, da habe ich das habe ich halt verinnerlicht gehabt und dachte immer, okay, wenn ich mir die Haare wachsen lasse, bringt ja auch nichts. Die stehen dann auch bloß ab und ich sehe dann aus wie so ein Wischmopp. Also lasse ich das lieber gleich bleiben. Und ja, da habe ich immer diesen Traum von langen Haaren aufgeschoben. Dann irgendwann bin ich ein bisschen älter geworden und habe mir Geld zusammengespart. Und da habe ich mir eine Perücke gekauft, die also so eine Langhaarperücke, so glattes, langes Haar und überhaupt. Und ja, die habe ich dann auch eine ganze lange Weile getragen. Aber im Sommer war die halt echt furchtbar unangenehm. Oh, das wird überhaupt noch spannend. Ich habe mit dieser Haarlänge noch keinen Sommer verbracht, fällt mir gerade auf. Obwohl, letztes Jahr waren sie auch schon lang. Nicht so lang, aber auch schon lang. Ja, auf jeden Fall war das dann immer unangenehm und dann konnte ich es im Sommer nicht tragen. Und dann hatte ich im Sommer diese extreme Kurzhaarfrisur, weil unter den Perücken war es, ich hatte mehrere, war es so, dass lange, also dass die Haarlänge nicht ging, weil es einfach, ja. Und dann hatte ich keine Lust mehr auf Ding. Dann kam Corona und ich hatte einfach keine Lust mehr, die Haare schneiden zu lassen von meiner Mom. Wobei, eine Sache als Tipp fürs Leben. Wenn ihr eine Mutter habt, die euch sagt, ich bin auf einem Auge blind, lasst euch nicht von ihr die Haare schneiden, weil das ist die eine Sache, die ich, wenn ich es jetzt nochmal ändern könnte, nicht ändern würde. Weil dadurch, dass ich immer einen Formschnitt gebraucht habe, was aber eigentlich gar nicht stimmt, so, weil ich ja, man kann auch hier die Haare auf Länge schneiden. Man muss halt anders, aber gut. Es gab viele Mythen, die meine Mom damals erzählt bekommen hat, die ich jetzt heutzutage mit etwas Internetrecherche und mit neuem Blickwinkel anders rausgefunden habe, wo, ja. Aber so ist es eben. Meine Mom hat das Beste gemacht, was sie wissen konnte über meine Haare. Und zu dem Zeitpunkt war diese Haarstruktur halt die Afro-Krause nicht so gängig. Ich meine, allein, dass es kaum ein Früh, dass, allein, dass ein Meisterfriseur zu mir gesagt hat, nee, die Haare werden nie nach unten gehen, die werden immer hochstehen, sagt schon viel aus. Weil das sagt, dann zeigt schon, dass in Europa zu dem Zeitpunkt oder in Deutschland oder in unserer Stadt, ich weiß es eben nicht, die Infos zu dieser Haarstruktur nicht so waren. Also meine Mom hat damals in einem Afro-Shop auch Shampoos gekauft und die haben gestunken. Och, widerwärtig. Ja. Hier jetzt ein kleiner Tipp für alle, die wie ich Afro-Krause haben. Kann ich euch jetzt zwei, drei Tipps geben, die vielleicht euer Leben verändern werden. Und es geht da jetzt auch nicht ums teuerste Shampoo. Und ihr könnt Shampoo nehmen, das euch vom Duft auch passt. Also. Wichtig sind, wenn ihr lockige Haare haben wollt, müsst ihr darauf achten, dass auf dem Shampoo irgendwie sowas wie Lock für lockiges Haar oder Curves and Waves, was auf meinem drauf steht, oder irgendwas eben, was darauf hindeutet, dass es lockig sein soll, drauf steht. Und wenn ihr glattes Haar haben wollt, glatteres Haar, also das habe ich nämlich, ich habe meine Haare damit relativ gut geklättet gekriegt, aber das habe ich ja jetzt, inzwischen bräuchte ich das und versuche es jetzt wieder mit Curve and Waves Shampoo wieder rückgängig zu machen. Und muss sagen, Syoss ist eine echt gute Marke, also so als Tipp von mir. Und wenn es vom Syoss müsste es Shine and irgendwas, also eine rosane Shampoo-Packung sein. Und da muss draufstehen gegen Frizz, weil die Afro-Krause kriegt man nur raus, wenn man was gegen Frizz nimmt. Aber ich will es ja jetzt wieder haben und deswegen nehme ich jetzt Shines and Waves, damit meine Haare sich wieder von Natur aus mehr locken.
Entschuldigt, falls ich an euch vorbeischiele. Es ist einfach hier im Hintergrund, ist gerade mein Magenta-TV angesprungen, ohne dass ich es wollte, und hat ein Update gemacht. Und jetzt steht da die ganze Zeit persönliche Schnellstartleiste. Und da soll ich jetzt irgendwas einstellen. Und es läuft gerade. Ich bin davon abgelenkt, weil das Bild irgendwie, weil ich mich gerade die ganze Zeit frage, was muss ich da jetzt eigentlich drücken? Ja, auf jeden Fall habe ich ja dann während Corona dann angefangen, ist ja mein Opa dann gestorben vor kommt es vor, als wäre es gestern gewesen. Ich schulde euch übrigens diesbezüglich ja eh noch ein Video irgendwann mal, wenn ich dann soweit bin, darüber zu reden. Aber bin ich noch nicht. Ich sag's, wie es ist, bin ich noch nicht. Ja, auf jeden Fall, nachdem er dann gestorben ist, bin ich in eine Art Schockstarre verharrt. Und eigentlich war meine Mom so, ja, wir sollten jetzt mal langsam deine Haare schneiden. Ja, wir sollten jetzt, du siehst strohig aus und überhaupt und sowieso. Und dann habe ich halt dieses neue, habe ich halt, wenn mein Opa immer die Locken an mir gemocht hat, ein neues Shampoo, das neue Shampoo genommen, wodurch es dann sich eben so eingekringelt hat und ich dann dem Schneiden erstmal noch entgangen bin. Und dann irgendwann hatte ich so eine Länge, wo ich gesagt habe, okay, irgendwie gefällt mir die und ich hätte die, würde die gerne so weiter behalten. Und seitdem made ich die Schere so wie, so wie der Teufel zwei Wasser. weil im Moment bin ich der Ansicht, ich möchte schon mal eine Länge kriegen und dann, wenn die Länge da ist, die ich gerne hätte, ich weiß noch nicht, wie lang es ist. Also es gibt so drei Möglichkeiten, die ich mir vorstellen kann. Also einmal schulterlang, also dass die hier oben auch, also hier alle, also komplett schulterlang sind. Kann man aber auch vorstellen, dass ich so bei dieser Länge lasse, weil das gefällt mir eigentlich auch schon ganz gut. Wenn ich es jetzt gerade so sehe, obwohl, na, ein bisschen länger hätte ich eigentlich schon gerne. Ich kann mir aber vorstellen, dass ich es bis zum Schulterblatt mir noch wachsen lasse. Und ja, es gibt so, ich muss dann gucken, wie es halt dann für mich angenehm ist. Weil manchmal merke ich jetzt schon nachts, wenn ich dann, also ich bin diese Haarmengen nicht gewöhnt. Normalerweise sind meine Haare ja so kurz gewesen. Und also, das ist sozusagen das hier. Das war früher mal meine Haarlänge. Also. Da ist schon viel Unterschied. Und wenn ich dann da dann drauf zu liegen, das ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn du da so einen Busch hast. Ist auch wirklich witzige Geschichte. Vor ein paar Wochen oder, Mon ist es, oder Monate, ist, also auf jeden Fall vor einigen Haarwäschen, war es so, dass ich voll die Lebenskrise bekommen habe. Ich dachte, ich habe voll den Haarausfall, weil in dem Haarsiebchen war so ein Busch drin und ich dachte nur so, Shit-Kram, mir fallen die Haare aus. Ich bin dann auch zu meiner Mom, also ich habe gar nicht hingeguckt, weil ich hatte so Angst, dass da alles weg ist und habe nur mein Handtuch draufgeschmissen, bin ich zu meiner Mom und habe so hab geheult wie ein Schloss und habe gesagt, Mama, Mama, meine ganzen Haare sind weg. Die sind einfach alle rausgefallen. Und dann hat meine Mom so gesagt, wie jetzt, ne? Und war irgendwie, weil ich eben plötzlich vor ihr stand. Und dann hat meine Mom zu mir gesagt, ja, Elena, du hast längere Haare, da ist natürlich mehr im Haarsieb. Das ist nicht mehr als früher, bloß dadurch, dass die länger sind, wirkt es mehr. Und dann habe ich mein Handtuch runter und es war tatsächlich so, aber ich habe immer so diesen Gedanken im Kopf, dass mir irgendwie die Haare ausfallen könnten. Weil ich so eine schlechte Angewohnheit habe, ich zupfe immer zu viel drin rum. So. Habe ich immer Angst, dass ich irgendwo kahle Stellen und so krieg. Aber jetzt habe ich lang genug Haare, damit ich den hier machen kann, wenn irgendwo was kahl ist. Muss jetzt mal auflegen. Oh. Mami! Justin ärgert mich! Ja, ich muss jetzt mein Video hier beenden und ich würde euch dann irgendwann mal wieder was vom neuen Stand der Dinge darüber erzählen.
was sich geändert hat. Aber auf jeden Fall, ich kann sagen, so ein bisschen Haare wachsen lassen ist tatsächlich machbar. Zurzeit liebe ich nichts mehr, weil es jetzt geht, so einen Zopf hier zu haben. Also das finde ich gerade total toll. Und dann hier zu den raushängen, das finde ich gerade eine schicke Sache. Und ja, gut. Ich werde jetzt meiner Mom meine Haare zeigen, weil meine ganze Familie liebt diesen neuen langen Haarlook und dieses Krusel, dieses Kribbelnde. Die fahren da so gerne drin rum und Mom hat jetzt erst recht mit Haare krapschen. Gut, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch schon mal euch die Haare wachsen lassen habt und wenn ja, ob ihr mir als Autisten Tipps habt, weil ich bin das ehrlich gesagt überhaupt nicht gewöhnt und ja, ich muss da, wenn ja irgendjemand mir noch Tipps hat, da bin ich nicht unfroh drum. Okay, entschuldigt, auf meinem Fernseher steht gerade, irgendjemand hat seinen Namen einfach auf meinen Fernseher drauf geklatscht. Finde ich jetzt gerade auch nicht nett. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.read@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss. Hey, schon wieder einer. Oh, neue Erkenntnis über den Fernseher gewonnen. Da ist eine Diashow und da sind Fotos von denen. Da steht dann immer der Name von dem, der es gemacht hat. Oh, und das Wetter. Gut, also dann, wir sehen uns. Bis bald. Tschüss. Ja, immer. Ich habe diese neue Fernbedienung und die kenne ich noch nicht. Sorry. Ich denke jetzt nicht. Nein? Es wäre viel einfacher, wenn ich jetzt einfach bloß auf ausdrücken würde. Aber nein, ich will jetzt es packt mich dieser Ehrgeiz. Ach, ich scheiß drauf.